Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt! Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt! Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt! Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns zum alten Lagerhaus in Hunters. Okay. Ich hoffe, der Deal läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen. Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Naja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen, bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und habe ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Und wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Und keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Dreckskerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Wow, jetzt ziehen wir erstmal das Ding hier durch, bevor wir große Pläne schmieden, okay? Na, ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel. Wir sind da. Lasst mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe? Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Volltreffer! Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Richtig dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, keep it hot day.
make a ring for me. Oh dear, they call her Nanny Go. They make a pretty baby of Sunday Go. Oh dear, they call her Bellcat. They make a pretty baby of Sunday Hat. Krieg ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Barbara's Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. CLA, Empire Classic Radio News. I'm Gary Stevens. What looked to be a tragic tale of the murder of several police officers turns out not to be the case. Reports from the scene at the Sea Gift Fish Packing Warehouse in Oyster Bay stated that several police officers had been killed. In fact, the lives that were taken were those of several hardened criminals who were only dressed like police officers. We here at ECLA are immediately relieved that none of our city's finest lost their lives, and that Empire Bay citizens can walk a little bit safer as for once some ne'er-do-wells receive their comeuppance. This is ECLA News. I'm Gary Stevens.
Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzter... Was ist Verdammt, denn da los? Was ist denn da los? Scheiße, das ist Henry! Was machen die da mit ihm? Vorsicht! Er ist bewaffnet! Gib mir Deckung! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Du bist lautet tot! Hab gleich keine Deckung mehr! Das ist alles? Dann lüg ihr was! Verdammt! Wer macht denn so eine Scheiße, Vito? Diese Kerle sind doch pervers! Scheiße! Wer ist denn zu sowas? Na, wer wohl? Gott verdammt, Henry! Sieh dir das an, Vito! Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist... Oh. Komm, Joe. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey, das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong. Wie kann man nur so grausam sein? Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Die werden dran glauben. Und zwar alle. Ich meine, warum auf die Art? Und dann auch mitten im Park. Ich sagte ja, dass sie krank sind. Aus denen mache ich einen scheiß Chop Suey. Hey, ganz langsam. Wir wissen ja nicht mal, wie viele es sind. Ja und? Das spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Mir egal, wie wir das anstellen. Hauptsache, sie sind danach mausetot. Hör mal, da sind womöglich mehr als zwei von ihnen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Willst du Carlo erzählen, in was für einer Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Wir müssen leise sein, bis wir Wong gefunden haben. Wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein, knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren, oder wir machen die Asche gleich kalt. Du musst es nur sagen.
Verzeihung, meine Herren, Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdankt mir dir! Warum hast du uns nicht weit mit einem Gong angekündigt? Ich hab gleich keine Kugeln mehr. Sieh mal, mit wem sie sich angelegt haben, Vito. Pass auf, sie schießen von oben. Wo ist der hin? Oh, hat er dich getroffen? Mit ihm auf, Vito. Wir müssen rumschicken. Los, Vito, wir rücken nach. Er hat eine Knarre. Was für den Kerl auf den Kopf, okay? Verdammt, wo kommen die alle her? Da muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Lass doch mit dem Bus, das ging mir staunen. Schmeckt dir das, hä? Einer noch, dann sind wir fertig. Los, Vito, wir rücken nach. Du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke, Fettwanst. Du wolltest doch, dass wir es schlau anstellen. Pass auf, da kommen noch mehr. Still! Kannst du auch gehen? Und ab front.
Da habt ihr euch mit den Falschen angelegt. Aus dir mache ich Hunde von. Was schmeckt dir das, hä? Kommt her, ihr kleinen Wichser! Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Geh weiter. Na los, Vito! Du machst dich platt! Wie viele sind das denn noch? Ich hab noch jede Menge Kugeln. Oh, hat er nicht getroffen? Genau zwischen die Schlitze. Ein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Schleichen wir uns da durch.
Gib die Deckung, Vito! Du bist mausetot! Das ist alles? Dann blüht dir was! Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Drauf tut sie noch mehr von der. Aber die Typen sind wie Katalanen. Los, Vito. Nicht schlecht, was? Hast du das beim Militär gelernt? Gib mir Deckung! Das war der letzte. Siehst du? Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Und wenn uns jemand erkennt und Carlo davon Wind bekommt? Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Bist du soweit? Mach schon, Vito. Rein in den Aufzug. Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen Sie von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was quatschst du da für einen Mist? Unser Kontaktmann im Dogendezernat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja, deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest auch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen. Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davonkommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht. Das sind knallharte Burschen. Lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Worauf wartest du? Ab in den Aufzug! Ich glaube nicht, dass der Laden so schnell wieder aufmacht. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich die Bude abfackeln. Vito, komm her. Hier geht's raus.
Oh, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Da sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Der Kerl ist ausgerastet. Schalte ihn an. Gib mir weg und... Verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Da sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Der Kerl ist ausgerastet. Schalte ihn auf. Gib mir Deckung. Verdammt. Bin wieder da. Ich bin der Beste. Kollege, ich möchte ihn zum Feind haben. Alles klar. Okay, wir haben sie abgehängt. Fahr mich nach Hause, Vito. Ich brauche einen Drink. Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Hause. Okay. Was zum Teufel soll das? Reg dich ab. Wir benötigen Straßensperre nahe der Chinatown Station. Das Geschäft war eine Mordskatastrophe. Kannst du laut sagen? Henry ist tot. Das Geld für Bruno ist weg. Wir haben die Hälfte der Tongs gekillt. Und wenn sie denken, dass Carlo uns geschickt hat, gibt's Krieg. Wir sind am Arsch. Ja. Und wenn Carlo sieht, was wir ihm eingebrockt haben? Und wenn Henry wirklich ein Maulwurf war? Nie im Leben. Denk nicht mal dran. Hör zu, erst treiben wir das Geld für Bruno auf. Das löst wenigstens ein Problem. Aber mir reicht's für heute. Ich brauche einen Drink. Ich rufe dich morgen an und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Okay, dann bis später. Und Vito, sei vorsichtig. Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung. Aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja. Ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an. Schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe am Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich.
It's the Rockin' Ricky Fox Show on ECNR. More tunes coming up. Pow, wow, wow in your speaker, but first, the news. A grisly scene was uncovered today as police discovered the body of Mr. Henry Tomasino in Lincoln Park. Tomasino, a local... Was ist denn das für ein Schlitten? Ja, die hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, ha? Huh? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Fahr nach Greenfield. Okay, aber sag mir jetzt, was Sache ist. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen, noch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient. Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert, dann steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn muntern. Hier ist er. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun haben, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hast du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Bist du farbenblind? Warum? Großmutter, weißt du das? Oh Mann, entspann dich. Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Ja, los geht's. Angelo? Ja? Mr. Salieri, bestell schöne Grüße. Ich sagte, ein Kinderspiel. Wo bist du? Was ist denn da drüben? Scheiße, los! Nichts wie weg hier! Wir haben ein Tötungsdelikt. Tatverdächtiger ist bewaffnet. Agent Cox, brauche Verstärkung in Greenfield. Ja. Sofort, verdammt! Gib mir Deckung! Ja. Du warst mir FBI. Der hast dann tatsächlich unter Polizeischutz. Ach, das sieht Eddie ähnlich. Und mich
die Angst leiden, ihn hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Und das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Vom Gas, du Arsch! Beherrsch dich, ich bin in Eile. Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. My suitcase from Roomy Luggage. My Roomy suitcase has all the space I need for my pith helmets, rhino sedatives and then some. So take it from me, Sir David Devonshire, the luggage so roomy, it can only be roomy. Holds everything you need. Was darf's denn sein, Sir? Neue Nummernschilder, kein Problem. Es ist alles erledigt. Thank you.
see your way. Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was gibt's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zur Arbeit. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße! Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sag ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten.
Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Friedlich. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Frag ihn mal, wie dein Dad damals als Maul ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben wollte. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer! Das ist Wahnsinn, Junge! Voller Vito! Geben wir Deckung!
Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Können wir das anders regeln, Vito? Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Halt euch aus. Vito, komm mit rein zu reden. Wir machen mehr Schaden. Oder Vito? Geben wir Deckung. Also, wir müssen genauso enden wie dein Alter. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment an dich. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Du wirst genauso wie dein Alter. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment an dich.
Vermisst du deinen Vater? Nein, wieder. Wenn wir mit dir. Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Vito kommt allein zurecht. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Das ist... Na, Männer! Haltet euch! Ein paar Waffen mehr schaffen! Oder Zito, wir geben dir den...
Vito. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Das ist Kommt mit, Männer. Vito kommt allein zurück. Vorwärts, Vito. Geben wir Deckung. Du wirst genauso wie dein Alter. Ich hab dir nie getraut. Erst Moment an nicht. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, das ist Männer! Also kommt allein zurück. Ein paar mehr schaden nicht. Oder zieht es. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment an nicht. Ugh!
Durchziehen und dann einfach davon spazieren. Du bist am Arsch. Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gewesen. Thank you.
Ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Für Sie nur das Allerbeste.
invented a device that allows you to change your television channel without getting off your seat. I know. It sounds insane, but it's apparently true. It's rocking with the box. Now, that also means no more getting up from the couch to change the program because, as the folks at Home Electrics are saying, you can now remotely switch between all three of your television's channels. Kind of gives new meaning to the term, don't touch that dial. For Empire Central Radio News, I'm Rockin' Ricky V- To be only for devastation, destruction, and mass chaos, to turn your television set on. The atom bomb, the death knell for many in Hiroshima and Nagasaki, has the science to now provide electricity. American scientists stumble upon the finding when they got tired of paying their electric bill. For Empire Bay's news leader, ECLA, I'm Bob Berryman. Every star in the midnight sky, count every rose, every firefly, for that's how many times I miss you. Heaven knows I miss you. Count every leaf on a willow tree, every way.
roll. Hold on tight, kids. This is ECNR. Was ist hier los? Schluss damit! Hey, klärt euer Problem woanders.
Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten, also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wär's erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito.
Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Hey, Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo, Vito. Ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmt was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Ciao, Vito. Sollte heute was Besonderes sein? Hier, bitte. Das dürfte das Richtige sein. Hoffentlich. Bis bald, Victor. Du bist meine liebste Kunde.
Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich kann's ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schwitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir. Allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Leck mich. Dreckiges Asch. Komm her, Wichser.
für ein Geräusch? Ich bin weg. Lass mich leben. Bitte. Das Arschloch hat ihn umgebracht. Arschloch! Na komm, du Trottel! Zeig deine Fresse, los! Du zuerst, ich gebe dir Deckung. Wo zum Teufel gehst du hin? Hey Jungs, Barbaro will abhauen! Scheißt du dich jetzt ein, du Mistkerl?
Wie gefällt dir das? Na los! Vito, komm her. Hier sollte es raus. Was ist los mit dir?
Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Vito,